Pen and Paper Tears 3 Part 4. Ich dachte, wir sind endlich bei einem Teil, der wieder die Titelmelodie hat. Was wir uns dabei gedacht haben, ne, diese Melodie nicht einzuspielen, da wird mir ganz anders. Oh, oh, da sind wir ja schon wieder. Sorry für das Mikrofon gemurkse. Nach so einer Weile müssen wir natürlich auch mal ein bisschen längere Pipi-Pause machen. Ja, ich will auch mal was, bitte. Ich muss auch schon von der Pizza abbeißen. Nee, natürlich. Ach so, so, das war genug, damit YouTube Kevin noch da ist. YouTube Kevin, ich mach gleich weiter, nicht weggehen. Ich will dir nur kurz sagen, diese Videos sind auf dem Rocket Beans TV-Kanal. Rocket Beans TV hat vor einer kurzen Zeit eine ganz große Veränderung durchlaufen. Die machen ganz ihren Content, machen die auf andere Art und Weise und so. Trotzdem freuen die sich, glaube ich, ziemlich doll über deine Unterstützung. Wenn dir das gefällt, was wir hier gucken, ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass du im Kopf behältst, dass das alles über die Jahre nur möglich war wegen Rocket Beans TV und der Unterstützung aus der Community. Wenn dich das interessiert, schau mal bei denen auf dem Kanal vorbei, guck dir das Video da mal an, lass da mal ein Like da, verfolgt die Moderatoren oder das Team auf Twitch. Das hilft sowohl dem Kanal als auch diesem Format sehr. Ich freue mich natürlich auch immer über eure Unterstützung, so ist nicht. Aber wenn wir sowas gucken, dann kann man auch mal nett darauf hinweisen. So, jetzt geht's weiter, ich mach ja schon. Du willst ein neues? Ja, ich dachte, du wolltest mir eins anbieten. Nee. Danke. Ich mach auch eins. Ich glaube, es wird gleich laut, deswegen bin ich noch vorsichtig mit der Lautstärke. So. Simon, magst du mal einfach was sagen, nur als Test? Ich habe mein Mikro wieder eingebaut. Okay, sehr gut. Das wurde nämlich gerade gefragt mit dem Mikro. Meins ist an. Meins ist an. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Gibt es jetzt große Fratzengeballer? Jetzt gibt es erstmal das große. Wobei, eigentlich können wir die Umfrage so ein bisschen laufen lassen. Oder haben wir schon geguckt? Ne, wir können so ein bisschen laufen lassen. Entschuldigung. Das ist doch eh eindeutig. Haben wir alle ein bisschen mehr Zeit. Das ist immer ganz spannend, okay, zu sehen, wie so eine lange Umfrage geht. Okay. Und zwar, kommt ihr da an, wo ihr hin wolltet? Ihr steht vor einem Gebäude. Aber ich denke, hast du nicht gerade gesagt, in dem Moment kommt eine Ansage? Nee, ich habe nur gesagt, was kommt für eine Ansage. Live bist du zweimal da, ja. Na gut. Also ihr steht vor einem Gebäude. Das ist eine... Warte, ich muss mal nachgucken. Ich will nur für euch, da steht also Help drauf. Relativ viele Leute rum, die ein bisschen, also die schon bewaffnet aussehen. Shit, ich habe ja noch gar keine Subs heute vorgelesen. Vince, vielleicht bist du noch da. Vince hat natürlich auch den schwierigen Job, dass er dann den kompletten Kram gucken muss, obwohl er das alles schon kennt. Erstens habe ich die Sub-Sounds noch an, das ist mir natürlich selber aufgefallen und nicht, weil das gerade im Chat geschrieben wurde. Zweitens habe ich noch keine Subs vorgelesen. Das mache ich jetzt schnell einmal, um euch daran zu erinnern, vielleicht liegt bei euch ja noch ein Sub rum. Sehen. Ihr habt das Gefühl, vielleicht solltet ihr ein bisschen aus dem Weg gehen. Mhm. Tun wir. Also ich bin generell sehr misstrauisch und ich würde vorschlagen, dass wir auch wachsam sind und uns vielleicht so ein bisschen verteilen und so ein bisschen Abstand, dass wir nicht, wenn jetzt das eine Falle ist oder so, dass wir nicht alle auf demselben Fleck sind. Ich wäre sehr wachsam. Mhm. Okay. Ich laufe am Rand. Also ihr schafft es auf jeden Fall nicht aufzufallen. Wenn ihr so, also gerade dadurch, dass ihr euch aufteilt, ist tatsächlich kein schlechter Gedanke. Wirkt ihr nicht wie eine Gruppe, die gezielt an einen Ort geht. Ihr kommt an einer Tür an. So eine Holztür. Ja. Die ist nicht bewacht. Also da führt eure Karte offensichtlich hin. Denn das Gebäude auf der Karte, die hier auch nochmal so, glaube ich, zum Gucken, damit wir die auch sehen können. Das war ja der zusammengefaltete Zettel. Ah. Hier ist mal die Karte als Ganzes. Habe ich sie richtig rum, ja. Mhm. Warte, so. Welches ist es? Nein, da war doch gut. Und wir sind, warte, das ist mal mit dem Bleistift. Genau, sind, dieses Gebäude. Hier. Jetzt ist natürlich zurück. Dieses Gebäude. Und auf der anderen Seite sind sie gestartet. Jetzt natürlich ist zurück. Und das finde ich immer so faszinierend. Das ist ja auch das Problem ist, wenn du in der Regie sitzt, ne, und du bist dann, hast weggeblendet, dann sofort zurückblenden ist halt alles, was man dir beigebracht hat, was du nicht machen kannst. Und das ist halt bei so Live-Sendungen, die so spontan sind, auch einfach oft was anderes. Und das ist immer, man denkt dann nur so, oh Mann, Regie, ey. Aber manchmal, denen wurde halt auch beigebracht, das macht man nicht. Man wechselt nicht sofort das Bild wieder zurück. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer so ein kämpft so gegen den inneren Bildkompositor an und drückt dann sofort wieder zurück. Da müsst ihr, das ist die Tür. Dieser Tür steht jetzt. Okay. Ja, wir. Man hätte da nicht an der Häuserwand vorbeigehen können. Ja, da wusste der ja genau. Gibt es ein Fenster oder ein Dach? Nö. Aber es ist doch keine offen. Also ist das die erste Folge, die heute im Stream geschaut wird, oder habe ich schon eine verpasst? Du hast schon 10 verpasst oder so. Die gibt es aber alle auf YouTube. Kannst du komplett nachholen. Kannst trotzdem heute zugucken, wenn du die schon mal gesehen hast. Dann kannst du direkt danach, ja. Also, ja, keine massive Tür. Ja, aber kann man irgendwie reingucken von außen? Danke, JC. Da ist der Link auch schon im Chat. Willst du nicht YouTube oben klettern und oben gucken und wir gehen durch die Tür? Einfach mal an die Tür gehen und lauschen.
Ich lausche an der Tür. Du hörst nichts. Ich öffne die Tür einen Spalt und gucke durch den Spalt. Tür geht auf und es ist relativ düster drin, aber du siehst auf jeden Fall ein paar Tische und da liegen ein paar... Ach so, ja, das ist die erste Folge heute. Sorry, das war die Frage. Ja, das ist die erste Folge heute. Ein paar Sachen rum. Okay, ich öffne die Tür und gehe rein und gucke mich um. Und du findest eure Sachen. Das war ja spannend. Ich verteile die Sachen fair, jeder kriegt wieder das, was er hatte. Ey, das sagt er so lapidar dahin, ne? Überleg mal, was das für ein Sprung ist. Ich verteile die Sachen fair, jeder kriegt wieder das, was er hat. Vor 4 Folgen war halt wirklich noch, irgendwer fällt um. Ich renne da hin und loote den. So, damit die anderen nichts kriegen. Da hat man sich noch gestritten, ob man dem anderen eine Konservendose Essen abgeben möchte. So, und hier ist jetzt so völlig anerkannt, ja, komm, gebe ich ab. Ich kann übrigens mal, ich glaube, ich esse mal nebenbei ein paar Reischips. Ich habe hier noch Reischips mediterran. Warte mal, ich habe ja noch Eis. Ich hole mir mal ein Eis, gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das kennen, glaube ich, Leute nicht, ne? Das kann ich einmal zeigen. Das ist Papiko, ganz bekanntes Eis in Japan. Das ist in so einem kleinen Plastikding. Dann reißt man hier oben das so ab. Dann nuckelt man erstmal den Deckel leer. Das ist so eine Art Sorbet. Und das ist Momo-Geschmack. Momo ist weißer Pfirsich. Das schmeckt wie die Orangenfruchtzwerge, wie die Pfirsichfruchtzwerge. So schmeckt der hier. Das ist meine absolute Lieblingssorte von denen. Leider saisonal. Momo heißt das. M-O-M-O heißt weißer Pfirsich auf Japanisch. Okay, ja. Damit es hier keinen großen... In dem Raum ist aber eine weitere Tür. Oh, 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 oh. Stan, du hast eine Waffe, ne? Du hast eine Pistole, oder? Ich muss mal nachfragen. Ja, aber was ist das für eine bescheuerte Frage? Ich hab immer eine echte Pistole. Hast du eine echte Pistole? Ich habe eine echte Pistole. Schusswaffe. Ja, ja, ich hab eine Schusswaffe. Gut, ja. Das wollte ich wissen. Okay. Aber warum ist Andy denn so saugenervt? Er ist halt mega genervt die ganze Zeit. Ja, ich habe eine Waffe. Ich teile das alles auf. Naja. Wir wissen. Muss ich nicht drauf eingehen, ne? Also, in dem Raum ist eine Waffe. Auch wieder so eine der arme Budi-Situation. Ne? Er fragt irgendwas sofort, ja, Budi, ja, wenn du mal 5 Sekunden die anderen reden lassen würdest, ja, ich habe eine Pistole, Budi, danke, Budi. Weitere Tür, eine Metalltür. Eine bescheuerte Metalltür? Mhm. Okay, dann checken wir doch mal aus, ob die geöffnet ist, oder? Also, was willst du machen? Willst du versuchen, die zu öffnen? Vorsichtig aber. Ich bleib vorne stehen, ja. und gucke. Einfach, ich bleib mit an der Tür und schau raus und gucke, ob jemand kommt. Warum way, ne? Was? Moment, ich habe das nicht verstanden. Da ist noch eine Metalltür. Ich habe früher aus Fruchtzwängen Eis gemacht, da gab es extra diese Stiele. Ist ein kleiner Side-Fact, aber meine Ex-Freundin war Amerikanerin und die mochte Fruchtzwerge so gerne, insbesondere Fruchtzwerge Selbstmacheis. Für alle, die nicht wissen, worum das geht, holla die Waldfee, sorry, Alter, deine Kindheit war echt hart. Aber im Ernst, das ist einfach so eine Art Stiel oder, wenn man so wie ich aufgewachsen ist, einen Löffel oben durch den Deckel stecken und den dann so als Stiel für Fruchtzwerge benutzen, dann tut man das ins Gefrierfach, kommt raus, hat man so ein Eis, so. Und ich wollte ihr das mitbringen, und dann dachte ich, wie mache ich denn das? Und dann habe ich drüber nachgedacht, naja, das sind unter 100 Milliliter die ganze Packung. Jedes Ding ist einzeln, unter 2 Liter die ganze Packung. Jedes Ding ist einzeln unter 100 Milliliter, perfekt einzeln abgepackt. Dann habe ich einfach eine Packung Fruchtzwerge in so einen Gefrierbeutel gestopft. Also in so einen Flugbeutel, den man so im Handgepäck haben darf. Habe es einfach so aufs Band gelegt. Die haben sich nicht mehr eingekriegt in Hamburg am Flughafen. Der Typ hat Fotos geschossen und so. Er meinte, das ist das Allergeilste, was ich seit Wochen gesehen habe. Das ist ihm noch nie untergekommen, meinte er. Meinte er, wie kühlst du das? Und ich so, hä, ich gehe gleich hier dann ins Duty Free. Und da gibt's ja Eis, so. Also kaufe ich mir irgendwas Kaltes und schmeiß das in die Kühltasche, die ich hier habe. Und da hatte ich halt so eine Kühltasche dabei, so eine kleine viereckige.
dann meinte er, das ist ja auch mega schlau. Und er ist dann auch zu seinen Kollegen und meinte, haben wir damit jetzt ein Problem? Muss ich jetzt? Die so, nee, das ist ja, also ob er da jetzt Shampoo hat oder Joghurt, das ist ja irgendwie auch kein Unterschied. So, und dann meinte ich, ja, die platzen ja auch, wenn ich die ins Gepäck packe. Dann meinte er, ja, hast völlig recht. Ha. Okay, naja. So, weiter geht's. Check mal, ob die offen ist, hab aber meine Schrotflinte schon protektiv vor meinem Körper. Die Tür ist nicht offen, aber als du an der Tür herumröttelst, hörst röderst, du eine röderst. Stimme aus dem Inneren des Raumes. Gut, dann sag ich. Ich weiß nicht mehr, wer da drin ist, aber bin ich so ein Arschloch und Sergej ist da drin. Sag ich. Ja, was sagt denn die Stimme? Entschuldigen Sie, mein Name ist Geronimo Röder. Ich wohne hier. Ja, erstmal redet die Stimme. Was machen Sie hier? Erstmal hörst du eine. Ja, wer ist denn da? Ach ja. Ja, habe ich ja gerade gesagt, mein Name ist Geronimo Röder. Ich bin mit meinen drei Freunden hier. Das ist der Schmorf, Stanley Bolz und Zagarina Bergmann. Ich wohne hier. Schröder. Wer ist denn da? Ja, ich kenne Sie nicht. Ja, das werden die Tür nicht öffnen. Das werden wir gleich ändern. Aber Sie wollen doch sicher, draußen ist mega Chaos. Sie wollen doch sicher auch raus mit uns. Wir können Sie beschützen. Wir haben Geronimo Röder. Sie wollen mich befreien? Können Sie das beweisen? Haben Sie? Ja. Was heißt hier beweisen? Ich hab hier ein Schreiben von der... Mir ist viel Schlechtes widerfahren. Ja, uns auch. Also, ich habe hier ein Schreiben von der Befreiungsfront für befreiungswürdige Persönlichkeiten. Das ist ein Gutschein. Das ist der hübsche Michael, ja. Und da steht drauf, wie war Ihr Name noch? Mein Name ist Herr Winterkorn. Da steht drauf... Herr Winterkorn! Genau, als er dann sagt, wird ihm auch klar, was, der Winterkorn? Winterkorn! Herr Professor Dr. Winterkorn? Ja, wir haben hier einen Pavian! Dr. Winterkorn. Herr Winterkorn, ich hab hier einen Pavian. Er sagt Professor Dr. Winterkorn. Ja, okay, Herr Winterkorn. Alle gebrochen und in meinen Rucksack gesteckt. Aber er lebt noch. Aber er lebt noch und die müssen ihn heilen. Du hast ihn auch wieder. Ihr habt ja alle eure Sachen wieder. Herr Winterkorn, wir haben Sie... Herr Professor Dr. Winterkorn. Wir haben Ihre Aufzeichnung auf dem Diktiergerät gefunden. Wir suchen Sie schon die ganze Zeit. Sie haben mein Haus gelootet? Nein, wir haben es sauber gemacht. Wir haben ein bisschen aufgeräumt. Genau, wir haben Müll entsorgt. Ja. Ich spiele Ihnen kurz Ihre eigene Aufnahme mal vor. Klick. Sehen Sie, wir lügen nicht. Überhaupt? Ja, da. Nun, Herr Winterkorn, es ist ja folgendermaßen. Wo sind die Batterien überhaupt? Die hat doch jemand anders. Nein, die sind da drin. Nein, die sind da drin. Doch. Ja, aber ich hatte aber wir hatten das doch schon zum Laufen gekriegt. Ja, ich habe gerade angemacht. Wir haben es ja alle gehört. Ja, ich habe die Batterien, aber ich habe die da, glaube ich. Ich würde gerne das Wort ergreifen und mit Herrn Winterkorn sprechen. Ja. Ich weiß noch, ich war damals mega nervös, das zu machen, denn in unserem Team gab es damals im Grunde so gut wie niemanden, der irgendwie Pen-and-Paper-Erfahrung hatte. Und in dem Moment, wo ich das an Micha abgebe, dass er so einen Charakter spricht, ist immer die Gefahr, dass die ihn was fragen, auf das er keine Antwort weiß. Oder dass er was antwortet, was dann auf einmal Kanon werden muss und ich muss damit dann umgehen und so. Und das ist einfach ein mega Risiko bei so einem Format, weil wir das damals, hatte ich das ja noch so krass geskriptet. Und das ist halt, ich kann da spontan natürlich so drauf reagieren, wie ich will, aber bei Micha ist das halt was anderes. Der hatte halt da die Erfahrung auch noch nicht. Und Micha ist ja, ich glaube, Micha ist noch ein zweites Mal aufgetaucht. Ne? Der hat, glaube ich, dann in Modern Manner auch wieder einen Charakter gesprochen. So, und das ist halt nicht so easy, so, weil da auch die Kommunikation nicht so leicht ist. Und es gab verschiedene Ideen, dass irgendwie, ich war dann ja auch im Textchat mit ihm, aber das dauert ja auch eine Weile, bis ich getippt habe, dann kann ich nicht mehr zuhören und so. Ja, bitte. Herr Winterkorn, es ist doch folgendermaßen. Wir haben festgestellt, dass Sie an einem Antiserum gearbeitet haben. Ja, das ist korrekt. Wir können gemeinsam mit Ihrer Hilfe, können wir Tiers besiegen. Warte ganz kurz. Herr Winterkorn, kennen Sie Jan Tenner? Als du diese Frage stellst, ertönt eine Durchsage. Und zwar hören wir gehen in die Umfrage, jetzt haben wir das Ergebnis, die haben wir sehr lange laufen lassen. Oh, ganz knapp. Oh, das hätte ich Alter, nicht gedacht. Das war richtig dass er auch wenigstens zugibt, dass er das nicht gedacht hätte. Das war sehr... Du Alter. Hören wir ein Wimmern. Und zwar hören wir über die Lautsprecher der Ansage zunächst mal nur ein Rauschen. Also es wirkt, als hätte jemand den Knopf gedrückt, um eine Durchsage machen zu wollen. Oh, das ist wie die alte Vanessa, ey. Nee, das sind die Trauen. Und draußen im Ort bricht auf jeden Fall, hört ihr, es passiert was. Also es rennen Leute rum, es scheint irgendwas geschehen zu sein. Man hört auch erste Schüsse. Wenn ich mich richtig erinnere, war das eine der wenigen kompletten Fake-Umfragen.
Ich glaube nicht, dass die unterschiedliche Auswirkungen gehabt hätten. Oder sehr wenig. Ich glaube, bei dem einen wären die Zombies noch nicht in der Stadt gewesen und bei dem anderen sind sie halt schon drin. Aber wie genau sich das unterschiedlich ausgewirkt hätte, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Hat wahrscheinlich jemand die Box da und kann es nachlesen. Aber ich glaube, das war eine, wo der Unterschied sehr gering war, was dann passiert. Herr Winterkorn, die Trauernden kommen. Dann hört ihr, wie Professor Dr. Winterkorn aus dem Raum gezerrt wird. Wer sind Sie? Herr Winterkorn, wir haben das noch nicht richtig verstanden. Können Sie es nochmal sagen? Was passiert da? Es gibt keine Antwort mehr. Wir müssen da rein. Ich schicke Stanley Balls vor. Der hat noch 50 Energie. War das an der Stelle ein geplanter Abbruch, weil Micha die Antwort nicht hätte wissen können? Nee, also das war schon geplant, dass er weggezogen wird. Ich wollte den Jungs halt wieder eine Richtung geben. Ich hatte das Gefühl, das Abenteuer, also als Tiers angefangen hat, war ja noch nicht klar, wie lange läuft das eigentlich und so. Das war ja nie für so viele Teile geschrieben. Und irgendwann, das hat Birz noch ein bisschen mehr drunter gelitten, dass ich das Gefühl hatte, jetzt verlieren die auch den Drive, die wissen ja gar nicht mehr wohin und so. Und deswegen wollte ich ihnen immer mal wieder ein Ziel geben, ihnen was geben, womit sie auch arbeiten können und so. Und Winterkorn wäre endlich wieder ein Hinweis, der wieder in die Richtung geht, das ist die Richtung, in der unser Abenteuer weitergehen kann. Da können wir hin, da können wir darauf hoffen, dass wir Fortschritt machen und so. Und das war dieser Punkt. Ich wollte ihnen halt so mal kurz eine Karotte vor die Nase, so, hier geht's weiter. Ja, eben schauen hier. Ja, reicht. Nein, genau. Einen gebrochenen Kiefer. Mehr brauchst du nicht. Gut, dann versuchen plötzlich wir. Plötzlich öffnet sich die Tür. Was haben Sie mit Herrn Diva gemacht? Wir haben Diva noch gar nicht getroffen. Die Tür öffnet sich von alleine, oder was? Starov steht dahinter. Und Freunde, was ist denn los? Der Ort wird angegriffen. Wir müssen kommen schnell raus aus dem Raum. Kommt mit mir. Starov, so. Ich habe völlig vergessen. Starov habe ich richtig gerne gespielt. Den mochte ich gerne. Geiler Charakter. Oh, ein Glück, dass ich dich hier treffe. Hör auf, Quatsch zu reden. Komm einfach mit, wir müssen weg. Und er geht, also er hat die Tür geöffnet. Er geht, in dem Raum seht ihr das noch eine zweite Tür. Und er geht offensichtlich in Richtung der zweiten Tür. Okay. Also aus der er kommt. Ja, genau. Komm, der Raum ist relativ karg eingerichtet. Also da steht ein Bett, da steht ein Schreibtisch, da ist sonst echt nicht viel drin. Okay, kurz mal im Schreibtisch gucken, ob da vielleicht ein Tagebuch von... Also der hat nicht mal Schubladen, das ist echt nur so... Also ein Sekretär. Ja, genau. Okay. Sowas. Nee. Ich glaube, also erstmal war die Frage, wie wäre es mit dem Pen and Paper in Russland? Da kannst du es dauernd machen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, in der Recherche für Luna ist mir einfach klar geworden, dass Russisch eine Kultur ist, mit der ich wenig Berührung hatte. Und einfach, das ist nicht in 5 Minuten eingearbeitet so. Und ich könnte mir schon vorstellen, was im slawischen Raum zu machen, aber dann würde ich so fiktional klischeebelastet machen, dass man das auch machen kann und nicht einen Anspruch auf Richtigkeit erheben. Zweitens, warum Starov, glaube ich, in einem gewissen Maße relevant war, ist, dass das eine der ersten Stimmen war, die voll gespielt waren. Also die wirklich so mit einem Akzent, ich verstell die Stimme und so. Davor habe ich schon auch mal eine Stimme verstellt bei dem Händler und so, aber das war immer alles so over the top. Aber Starov ist schon ein normaler Charakter. Der ist schon irgendwie lustig, weil man auch den lustig finden möchte und so. Aber das ist eigentlich ein normaler Typ, der jetzt mit ihnen einfach interagiert. Und das ist später ja immer mehr geworden, dass es auch einfach Charaktere gibt, mit denen sie ernsthaft interagieren können. Und nicht jeder Charakter ist eine Wegwerflachnummer oder so. Oder ich gebe denen gar keine richtige Stimme, weil ich die nicht zu blöd machen will. Also das ist ja echt später immer mehr geworden, das Rollenspiel so. Sekretär hat mehr. Auch. Ist egal, es ist nur ein Tisch ohne Schubladen. Punkt. Ja, der Hauke ist verblüfft. Ja, ein Stuhl steht auch noch davor, nur damit ihr es genau wisst. Ist in dem Stuhl. Ja. Also Starov ist aus der Tür gegangen. Ihr seht ihn ja, nicht mehr. Wir versuchen natürlich hinterher zu gehen. Okay. Ja, was ist mit Winterkorn? Das machen es alle. Das was ist denn mit Winterkorn? Der wurde rausgezerrt. Aber ist nicht zu sehen. Starov, was ist mit Winterkorn? Hey, ganz ehrlich, wir müssen hinterher, weil wir brauchen Winterkorn. Ja. Wir laufen dem jetzt hinterher und fragen ihn aber, wenn der hört Gerumpel vor der Tür auf jeden Fall. Ich würde echt vorschlagen, dass wir dem nicht alle blöd hinterher rennen. Ich würde echt. Okay, dann renne ich ihm blöd hinterher. Ja, also vielleicht das zweite. Habe ich schon mal gesagt, die erste Regel: trennt euch so wenig wie es geht oder am liebsten gar nicht während der Live-Sendung. Das ist schwierig zu spielen. Ihr seht plötzlich, dass in den Raum hinter euch Trauernde kommen. Also aus okay, bin ich dafür, dass wir alle mit Metalltür herlaufen. Okay. Und die drücken sich wirklich durch die Tür, also es sind mehrere. Wir gehen rein, machen die Stalltür zu. Als du die Tür zudrücken willst, ist bereits das Bein eines Trauernden in der Tür. Ja, komm, so schnell. Du gibst uns aber du kannst die Tür zuhalten, auf jeden Fall. Also sie kommen nicht rein. Ich helfe und wir zerren gemeinsam das weiche Bein des Trauernden, quetschen wir ab, bis nur noch die Tür übrig bleibt. Mhm.
Ja. Durch massive Gewalt. Mhm. Kriegen wir spannende Musik. Was habt ihr super spannend. Ja, genau, mal spannende Musik. Ja, spannende Musik. Nice, 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 die kommt. Wenn Stanley Balls hilft. Was hat guter Punkt von Budi übrigens. Ist ja auch einfach, da sind wir ja auch, die Regie ist immer besser geworden, der Ton ist immer besser geworden. Am Anfang war das ja irgendwann, ich glaube, ab Beards gab es dann wirklich auch so Soundlisten, wo ich immer so eine Liste hatte, so ey, ab hier der Song, ab hier der Song. Und jetzt ist das mehr so, es gibt so eine Liste, die ist super rudimentär. Also das macht der Sound, die machen das mittlerweile komplett allein. Wir sind eine rudimentäre Liste. Folgende Geräusche sind zu erwarten, folgende Stimmungen sind zu erwarten. Ich denke, hab dabei diese oder jene Musik im Kopf, so. Ich glaube, ein anspruchsvolleres war Pilos, weil da wirklich eine große Menge an Sounds vorbereitet werden musste. Und ja, ich glaube, das war so. Und dann gab es irgendwie noch so hier und da mal welche, die einfach extrem viele Sounds hatten. Ich glaube, Beards war schon so, Produktionsaufwand, würde ich sagen, war Beards der Höhepunkt von Pen & Paper. Also so, wie viel Aufwand fließt in einzelne Folgen? Weil ab Beards war halt wirklich, dann war ja auch eine Zeit, wo jede Folge hat einen eigenen Studioaufbau bekommen und so. Ich freue mich da auch schon echt drauf. Die Dschungelmucke in Tierspunk, oh, die war auch geil, ja. Aber nur, wenn wir bei Beards mal ankommen, gerade die späteren Folgen, werdet ihr merken, das ist halt schon krass. Wie viel Setbauaufwand, wie viel Soundaufwand, wie viel Aufwand in diesem Format einfach steckt. Und das ist heute auch noch geil produziert. Der insgesamt ist der Production Value halt gestiegen, aber Beards war schon krass. Führt ihr bei Körperkraft, ihr beiden? Ich merke nicht mehr, ob ich 10 oder 12 habe. Wahrscheinlich habe ich 10. Wichtig ist nur, wenn das Bein nachher dann was abgeht, dann kann ich das haben, oder? Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal irgendwie geändert habe. Das infizierte Bein ist falsch, wenn man jetzt 10. Ja, dann habe ich 10. Ja. Was hast du bei Körper? Das ist ganz geil, dass Simon der Charakter ist, der auch alles looten will, aber nur den Scheiß, den man echt nicht braucht. Ich meinem Affen. Du hast ziemlich viel, oder? Ich habe Körperkraft 15. Ja, aber du bist ja nicht gefragt. Nee. 14. Was, du bist so stark? Hm. Schmied, Mann. Ja. Du hast 15. Okay, zusammen schafft ihr es auf jeden Fall, die Tür zuzuziehen. Es kostet euch einiges an Kraft, aber ihr schafft's. Gut. Und da verriegelt die Tür, aber ihr hört auch echt auf der anderen Seite. Ja, jetzt hat er auch einen Grund zu trauern. Hämmern die Trauernden definitiv dagegen und wollen rein. Gut, alle nur damit ich es richtig verstanden habe, es gibt nur eine weitere Tür sozusagen. Eine andere Tür, die gut, nicht verschlossen ist. Und da ist Star Wars rein. Da ist darauf raus. Darauf, ja, dahin her. Ja, ich warte immer, dass ihr auch sagt, ja, weil es kann nicht einer für die ganze Gruppe entscheiden. Ich lasse die Leute alle rauslaufen und dann schleiche ich nochmal kurz zurück und nehme das Bein mit. Aber ich lasse keinen merken, weil es mir ein bisschen unangenehm ist. Ich will nicht, dass die Leute denken, ich sammle so Scheiß. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich es eingesteckt. Okay. Ich schreibe. Ich habe doch einen Zählrucksack zu dem Pavian, der kann ja vielleicht was mit anfangen. Essen? Okay, ja, ich schreibe dir. Und ich werfe, habe ich kurz ein halbes Bein. Ich das würde ist gerne quasi ein Bein to go. Ich würde gerne die verderbliche Nahrung auch in den Rucksack werfen, damit mein Affe nebenbei auch mal was zu essen hat. Fiel mir gerade an. Ich dachte, die wäre da drin. Das finde ich eine gute Idee. Ja, da isst er den doch drin. Ja. Ja, okay, dann isst er ihn. Ich möchte meinen Affen füttern. Weiß ich nicht, du hast noch lange nicht mehr reingeguckt. Gib dem Affen Apfel, ist so ein altes, nicht? Erstmal musst du die Karten auf den Rucksack legen, die im Rucksack sind. Ja, ich doch immer. Nee, da ist ja der Rucksack, die ist extra größer, damit du ja wirklich drauflegen kannst. Die kann man da doch nicht drauflegen. Doch, so, ja, okay. Nee, das geht nicht. Das ja gut, ja. Okay, nee. Okay, willst du den Rucksack aufmachen und gucken? Naja, ich wollte jetzt gar nicht so einen Stress machen. Ich wollte einfach das Bein ist völlig in den Rucksack. Okay. Du kannst, ich frag das nicht, weil ich irgendwie denke, du machst was falsch. Okay. Ich nur, weil kann ich kurz mal reinschnuppern und nur gucken, ob der Affe noch lebt, damit ich mir die Sorgen nicht mehr mache. Du machst den Rucksack auf und du hörst auf jeden Fall. Cool, der Affe lebt noch. Es kommt so ein trauriger Finger und versucht durch das Loch, das du geöffnet hast, rauszukommen. Ich nehme mir kurz den Moment und strecke auch meinen Finger aus. Ey. Infiziert. Schmorf wurde halt auch einfach immer und immer mehr zu Meme, so. Es ist halt so krass. Also, habe ich ja auch schon gesagt, ich war genauso überrascht wie jetzt irgendwie die anderen Spielleiter, als wir dieses Spielleiter Almost Daily gemacht haben, davon, dass das einfach so lustig wird, dieses Format. Ich dachte halt nicht, dass das so witzig wird. Und die Jungs haben das halt einfach zu so einem Humor-Ding gemacht. Und jetzt ist das halt auch cool und das ist so Teil der Marke, aber es ist schon krass. Und dann mache ich den Reißverschluss langsam wieder zu. Ja, genau. Und immer psch, 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 psch. Und dann renne ich aber los. Nein. Das ist wahre Liebe. Das ist wirklich wahre Liebe. Zwischen einem einfach alle deine Sachen sind quasi unerreichbar versiegelt für jeden anderen. Still a better love story than Twilight. Okay, wollt ihr rausgehen? Ja. Okay, als ihr ins Freie tretet, seht ihr Star, auf der gerade einem trauernden
richtig ein zermatscht. Und direkt kommen von rechts drei weitere Trauernde auf euch zu. Aber Starhoff scheint ein ziemlich ordentlicher Typ zu sein. Oh, Jungs, boah, seid ihr! Und springt dazwischen und verpasst den richtig einen. Allerdings schafft er es nicht so gut, wie er es gerne gehabt hätte. Und einer der Trauernden schafft es, ihn in die Hand zu beißen. Verdammt! Und schlägt dem, halt wirklich zermatscht dem den Kopf, der ihn gerade gebissen hat. Oh, und schüttelt seine Hand so. Was tut ihr? Ich sag, pass auf, ey, es gibt nur einen, wir müssen schnell handeln. Wenn wir deine Hand jetzt amputieren, hast du noch eine Chance. Oh Mann, schnell! Okay, amputieren. Ich hab hier. Ja, pass auf. Ich hab hier. Ich sag, ein Messer. Mit dem Messer. Ich hol den Lumpenmund und schon mal ein Seil. Du hast doch einen Schrei. Oh, die haben doch auch irgendwo so eine Machete und die nehmen jetzt, glaube ich, so ein kleines Messer. Vielleicht ist das besser. Gibst du mir das Messer? Oh, auch so eins so mit so Zacken, so ein Brotmesser. Oh! Dann kann ich ihm die Hand absägen. Haltet ihr ihn fest? Das würde ich aber auch vielleicht gerne machen. Oder vielleicht sollte legitim, das, ja, machen, okay. Ich die Frage ist, du hast Medizin, wir, hast du 7 oder ja. so? Ne? Oder wollen wir das? Was hast du Medizin? Nichts dagegen, ich finde dich sympathisch. Dein Akzent ist sehr vorteilhaft. Ja, gut. Was ist denn... Okay, hast du wie viel? Ganz kurz. Was ihr redet gerade... Nee, das ist nur wichtig, was er... Ja, aber trotzdem redet ihr. Wir wollen gerade feststellen, wer am besten amputieren kann. Der sollte das auch machen. Genau das fragt Hauke. Also ich habe Medizin 3 und Wundenversorgen 6. Dann kann er das vielleicht am besten machen. Genau, wobei abhacken ist was anderes. Was ist denn der Wert, der da am wichtigsten ist jetzt. Wir reden hier jetzt von purer Kraft. Also in meiner Vorstellung, die wollen das ja nicht sauber amputieren, die wollen dann schnell sein. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, so wie bei, wo ist das noch, irgendwie World War Z, ne? Wirklich so, zack, mit aller Power ab. Keine Ahnung, ob man einen Arm wirklich so abhacken kann. Aber so, ab mit dem Lumpen, schnell bevor was passiert. So, und dann wollen die das wahrscheinlich noch verarzten, wäre ich jetzt mal von ausgegangen. Ja, glaube ich. Also ihr müsst das wirklich mit einem Hieb durchtrennen, damit das einfach wieder, nicht für ihn echt eine Tortur wird. Mach schnell! Bring in der Mitte! Tortur! Okay, alles klar. Ich nehme das Messer, Kraft meiner Körperkraft. Er fängt schon an, sich zu schüttern. Hör jetzt bitte auf, reden zu schwingen, hack ihm den scheiß Arm ab. Mach jetzt. Ja. Okay, ich hacke ihm den scheiß Arm ab. Danke. Und du holst aus und wirfst einmal auf Körperkraft. Ey, sag mal, ist das nicht exakt die Bewegung, die ein Schmied... War auch doof, da hätte ich Eddie ruhig seinen Satz sagen lassen können, ne? Irgendwie blöd dazwischen zu grätschen, so. Also, ich weiß gar nicht, warum ich mich da so beeilt habe, ob das einen Grund hatte. Kommt da gleich irgendwas? Weil eigentlich gibt es gar keinen Grund, sich dazu zu beeilen, man hätte ihn da auch spielen lassen können. Ich glaube, da war das Ding, dass ich diesen Moment nicht killen wollte, also dass ich versuchen wollte, ein Momentum zu erzeugen, aber immer blöd jemandem so, jetzt schwing keine Reden, ist auch so ein blöder Spruch. Also, ich muss wirklich, hoffe, ich bin später netter zu denen, ne? In den Folgen bin ich manchmal echt flapsig. Wie immer macht. Eins. Ja, oh. Alter. Du holst aus und BÄM! Direkt abgetrennt. Alter. Sauberster Schnitt ever. Also der Knochen ist so gerade durch. Schmerz, ich hab was für dich. Und er ist auch völlig erschrocken, wie schnell es ab ist. Aber ich hab doch hier schon, guck, das haben wir hier auch noch. Damit finden wir es ab. Ja, ihr habt ziemlich gute Utensilien dabei. Also auch, wobei ich das und das Klebeband, das brauchst du auch noch. Er hat einen Crit gewürfelt. Eins ist in dem Regelwerk ein Crit und er hat einen kritischen Erfolg gehabt. Das heißt, top abgetrennt, sauber, irgendwie gar nichts zu meckern. Damit schafft ihr es echt richtig gut, die Wunde zu versorgen. Oh, danke, seid wahre Freunde. Aber man muss sich kümmern um Ort. Ich vertraue nicht jetzt. Haben eure Sachen behaltet, aber kümmert euch bitte um meinen Sohn. Oh nein, das weiß ich noch. Die hassen den ja genauso wie ich den hasse. Ich sag mal, holt Sergej, bitte, ich bitte euch. Mann, und wo er ein Wort? Wir müssen über Sergej reden. Da ist einiges schiefgelaufen in der Erziehung. Kann nicht reden, müssen los! Und er läuft in eine andere Richtung davon und zeigt euch ganz klar, in welche Richtung ihr gehen solltet, seiner Meinung nach. Da ist Ausweg! Lauf davon! Wir kümmern uns, kümmern uns! Ihr hört auch wirklich, das Chaos im Ort wird immer größer. Also es scheint zumindest so ein bisschen außer Kontrolle zu geraten, was gerade passiert. Kann man das Twitter-Ding einmal kurz zurückdrehen? Nee. Und die einen das Bild zeigen, gerade mit dem Affen. Und der Affenhand. Ich hab mich doch erinnert, dass es da ein Bild gab, wo der Affenfinger dieses berühren. Ich möchte übrigens doch meine Reischips mediterran essen, habe ich gerade entschieden. Ich mache das mal kurz hier so als Schüssel. Nee, ist nicht. Ja, schnapp Hand ab. Wir werden es sicher später noch machen. Okay. Ja, nun, also, verstehe ich das richtig? Er hat uns jetzt einen Weg gezeigt. Ja. Und er ist in die andere Richtung gerannt. Wie auch immer, da gab es ja eigentlich keine andere Richtung, aber ist egal. Und wir laufen jetzt in die Richtung, die er uns gezeigt hat. Ja. Gut. Alle zusammen. Ja.
Ich bewaffne mich nebenbei, aber das ist verständlich, oder? Ich würde ganz gerne mal, bevor wir das machen, ich bin, glaube ich, ganz gut in Spuren lesen. Ich würde gerne einmal checken, ob ich die Spuren von Winterkorn entdecken kann. Gute Idee. Ist eine gute Idee. Ich glaube, Spuren lesen ist ein bisschen Hektik, deswegen würde ich sagen, so um 4 erschwert. Boah, komm. Na, nee, ist so ein bisschen 4, stimmt. 2 erschwert. Ja. Naja, doch recht. 4 ist schon ganz schön hart. Um 2 erschwert. Eher, ne? Mach doch einfach jetzt. Das ist doch eh voll gut. Das war schon eine gute Chance, das zu schaffen. Um 8 verhandeln. Ey, wenn die gerade so... 12. Wollt ihr Steine? Ich kann diese 3 Steine nicht mehr. Intelligenz. Ich hab Platz. Ich nehme es für dich. Ja. 11, alle 3? 10. Ich hab echt viel Platz. Ich brauch keine Steine. Was ist 20? Ich hab leider keinen... Oder willst du mir leider essen? Machst du einen? Nein. Drei Sachen kann ich aufnehmen. Cool. 13. Wie viel hast du Intelligenz? 11. Musst du 2 korrigieren, 2 ist abgezogen. Hast du noch... Achso, das mit den Fähigkeitspunkten, die Frage. Mittlerweile macht das keinen Sinn mehr. Die sind einfach zu gute Spieler, als dass das nötig wäre. Mittlerweile reden die auch gar nicht mehr so viel über ihre Werte. Die schlagen selber vor, auf was sie würfeln. Dadurch, dass wir How to be a Hero mittlerweile spielen, ist das alles wesentlich weniger relevant, seinen Charakterbogen zu kennen und so. Noch 8. Ich mach's für dich. Mach weiter. 10. Hast du geschafft? Also bei 2 erschwert, musst du... Ich will dir mal was zeigen, weil so viele Leute, ich glaube, der heißt Gentleman's Guide to... Amputation. Kennt ihr das? Weil gerade so viele darüber diskutieren, was geht und was nicht geht. Guck mal hier. Aber können wir auch so ranzoomen, ne? Ne, geht nicht. Wie kriege ich denn das jetzt groß? Open Image in New Tab. So. Ist denn hier alles, was man braucht für so eine vernünftige Amputation? So, dann hier ist der Arm. Schön abbinden. Fleisch am Knochen entlang oben abschneiden, am Knochen entlang unten aufschneiden, Knochen durchsägen, dabei möglichst grazil aussehen. Dann hat man ja überstehende Hautmenge, die wird zusammengenäht. Schön verbinden, am besten den ganzen Arm, damit kein Dreck in die Wunde kommt. Und dann gibt's ein Brandy. Fertig. The Gentleman's Guide to Amputation. Das ist ja einfach. Du! Von nichts kommt nichts, ne? Fertig! Falls es mal vorkommt, bist du jetzt Bescheid. 14 und der letzte war Charme. Wie viel hast du da? 10. Okay. Hab ich geschafft. Ja, hast du sogar tatsächlich geschafft. Geil. Ja, du findest Spuren, die führen in eine ähnliche Richtung, in die Stardorf gelaufen ist, auf jeden Fall. Mhm. Ja, los, let's go in die Richtung. Also, ey, Winterkorn ist wichtiger als dieser Lausebengel. Ja. Ey, ja. Sehr gut, wir laufen es in jetzt diese eine Richtung. Können wir das Hashtag auf One Direction ändern? Und dann sind wir wieder Weltmeister. Doch, One Direction war heute auf Platz 1. Echt? Ja. Okay, ganz schnell, wir müssen Entscheidungen treffen. Entweder wir teilen uns auf, zwei holen die Lausebengel, 2 laufen Winterkorn hinterher, oder wir laufen alle zu finden einrichtung. Aufteilen ist eine super Idee. Ja. Sicher aufteilen? Warum nicht? Ja, das lernt man in jedem Horrorfilm, das ist die beste Idee. Gefahr, aufteilen. Okay, dann lass uns einen Treffpunkt ausmachen, bevor wir uns trennen, wo wir uns wieder treffen. Ihr kommt zu uns, wir sind bei Winterkorn. Ihr holt den Bengel. Also ich sag mal, wer in den Ort geht, braucht definitiv die Karte. Ja, okay. Also, da ist das Bild mit dem Affen. Ja, sowas. Ihr seid ja noch nicht so vertraut, das meine ich nur. Wenn zwei jetzt sagen, die folgen Winterkorn, also den Spuren von Winterkorn, die er zumindest für Winterkorn-Spuren hält, dann... Ja, komm, dann gehen wir beide hinter Winterkorn. Brauchen die Karte. Ja. Die anderen beiden finden ziemlich leicht zum Ausweg an der Mauer, den Stardorf euch beschrieben hat. Auf der anderen Seite ganz kurz, Entschuldigung, nee, wieder werfen, weil... dein Charisma von wegen hier Sergei mitnehmen etc. ihn belabern, weil der ist ja schon abgehauen, oder? Dachte ich. Ich dachte, er ist schon weg. Ja, der sucht seinen Flummi. Er sucht seinen Flummi. Achso, der Vater ist weg. Ja, ich weiß nicht, ist das wirklich, geht das anderen Spielleitern auch so? Also mal Leute im Chat, die Spielleiter sind in ihren Pen and Papers. Nervt euch das auch so, wenn die Gruppe sich aufteilt? Die Gruppe denkt, glaube ich, immer, dass sie dann, also, das ist, glaube ich, so ein Videospiel-Denken. Dass man so denkt, ja, wenn wir uns aufteilen, geht's halt schneller. Das geht halt kein Stück schneller, wenn man sich aufteilt. Weil ein Spielleiter auch nur mit einer Person interagieren kann. Das dauert genauso lange oder länger, wenn man sich aufteilt. Das macht keinen Unterschied. Das hilft null. Weil man macht das dann meistens, man denkt, dann können wir mehrere Besorgungen auf einmal machen. Das ändert ja nichts. Ich habe einfach super selten das Gefühl, das bringt jetzt viel. Es gibt Situationen, da macht das absolut Sinn im Pen and Papers. In den meisten Fällen macht man das aber aus der völlig falschen Motivation heraus. So.
Macht nur Sinn, wenn man einen der Teile nicht ausspielt. Ja, aber dann ist, kannst du es doch auch alles zusammen machen, dann änderst doch auch nichts. Wenn du das eh nicht ausspielst, ist doch egal, ob ihr zu vierten Teil ausspielt und danach einen Teil nicht ausspielt oder zu zweit und danach einen Teil nicht ausspielt. Spieler zum Zug kommen lassen, die sonst wenig Playtime haben. Da finde ich persönlich besser, andere Spieler einfach, finde immer Nacht so gut, ne? So Spieler, nur die Spieler aufwachen lassen, die sonst relativ wenig zum Zug kommen, die dann auch mal dran sind, so. Vielleicht okay, ist der Sohn aber auch pisst, weil du den Flummi weggeworfen hast. Darauf sagt er, soll Sergei. Nee, der Flummi hat ja leider. Exakt, deswegen soll es ja gehen. Das war eine gute, trotzdem, ich hätte es auch gemacht. Ja. Ja, okay, ich mach's gerne. Na gut, also ich kann ja die Spuren verfolgen von Winterkorn. Das heißt, ich laufe zu Winterkorn, okay. Brauche ich nur einen von euch dreien. Ich hab die Karte, laufe ich da mit oder was? Wer? Ja, einer braucht die Karte, wer Winterkorn folgt. Okay, dann macht ihr okay. Ja, beide. Gut, wir und wir kümmern uns, auch wenn wir nicht mögen, um den Sergei. Er kann aber auch besser kämpfen, ne? Vielleicht finden wir ihn auch nicht, ne? Ja, also okay, ihr lauft zum Winterkorn, wir laufen zum Rotzlöffel. Vielleicht. Wobei, er hat euch schon klar gesagt, dass. Nur, dass. Das ich meine, wir müssen nicht auf Plan verstanden. Euers ist der Ausweg auch. Nur, dass das klar ist. Er hat gesagt, da wo Sergei ist, könnt ihr quasi raus. Vielleicht habe ich es nicht klar genug gesagt. Ich sag, weiß nur darauf hin. Ja, okay, dann laufen wir alle in Winterkorn. Nee, das meine ich gar nicht. Ist egal. Mir fällt gerade was Wichtiges ein. Damit ihr es wisst. Ja, wir brauchen den Winterkorn. Weil ihr gesagt, wir holen den Rotzbengel. Das klingt so, als ob ihr nur wegen dem Jungen dahin lauft. Aber er sagt, ey, da ist auch Sergei und da geht's raus. Ja, gut, das ist hier kümmern wir uns um Sergei. Ihr kümmert euch um Winterkorn, okay. Wie geplant, ist ein Deal. Oder? Gut. Ist doch ein guter Plan. Ja, okay. Let's do it. Ist guter Plan. Ja. Ist ein guter Plan. Na gut, dann machen wir das so. Moment, ich muss mal nachgucken. Ich weiß nicht. Okay, machen wir euch zuerst. Okay, ihr folgt den Spuren. Es fällt euch natürlich in dem gesamten Gewimmel relativ schwer, den Spuren klar zu folgen. Das finde ich relativ logisch, denn da stapfen überall Trauernde rum. Die Wege sind aber zum Glück nicht nass oder so, aber das macht es jetzt auch nicht leichter, die Spuren zu lesen. Aber ihr kommt auf jeden Fall an einen Platz an, wo eine Menge durcheinander ist. Und ihr könnt am anderen Ende des Platzes darauf erkennen. Es sind allerdings unzählige Trauernde auf dem Platz. Und da ist mehr als ein Mann, also mehr als ein Mann und Frau quasi sind da unterwegs, die sich versuchen, gegen die Trauernde zu verteidigen. Ja, sehen wir Winterkorn irgendwo? Winterkorn seht ihr nicht bisher, ne. Dann können wir Stardorf anrufen, also... Ihr könnt's versuchen. Stardorf! Wo ist Winterkorn? Was macht ihr hier? Sollt ihr retten, Sergei? So, Tom sagt es ganz gut. Der introvertierte Spieler wird wach. Extrovertierte Spieler. Ich habe ein fantastisches Gehör und wache auch auf. Ja, das ist wirklich so... Das ist halt so ein Ding. Spieler, die halt so Runden an sich reißen wollen, lassen dann auch wirklich die anderen Spieler so gar nicht atmen. Ist manchmal sehr anstrengend. Stardorf, ja, zwei retten Sergei. Und kämpft sich weiter in Richtung. Also und wir müssen Winterkorn retten. Das macht es für Sergei nicht leichter. Also für Stardorf, dass du so mit ihm redest. Okay, nur mal als Tipp. Okay, also, unsere beiden besten Männer kümmern sich um Sergei. Mhm. Und wir beiden, die wir nichts drauf haben, müssen Winterkorn retten. Okay, also klar, Sergei das habe ich mir jetzt nicht notiert. Er scheint nicht zu reagieren, Stardorf. Sag doch auch mal was. Ein Trauernder greift euch an. Was? Ein Trauernder greift euch an. Oh. Er stürzt sich auf dich, weil du so laut warst. Scheiße. Hast ihn auf jeden Fall auf dich aufmerksam gemacht. Ich fange an zu weinen. Guck, um ich nur zu die Werte von dem Star. IT und OG habe ich noch. OT und IG habe ich noch nie gehört. Ich kenne IT und OT. OT ist Outtime, IT ist Intime. Outtime meint, was nicht am Tisch, also was nicht in der Welt passiert. Und IT meint Intime, was in der Welt passiert. Also ich habe es nur gerade gelesen, dass OT Off-Topic würde, was der, also und IG In-Game, kannte ich so noch gar nicht. Habe ich noch nie so benutzt. Also ich benutze nur IT, OT. Genau, es ist schon klar, dass das Gleiche meint, so. Habe ich nur noch nie so gehört, dass man IG dafür benutzt. OT, IG. Ich kenne nur IT, OT. Kopf wie gesprungen. Genau, hatte ich nur noch nie gehört. Es war gerade so. Zu meinen, um mich zu tarnen. Ich kenne nur IT, OT oder IC, OC. So, also In-Character, Out-Character. Ich habe halt IG du noch hast nie den gehört. Ersten Angriff. Er stürzt sich auf dich. Fuck, ey, dieses miese. Was tust du? Hast du irgendeine Form von Waffe, die du nutzen möchtest? Ich würde sagen, was liegt auf deinem Rucksack? AC/DC. All das alles da hinten. Huch. Was ist in deinen Händen? Ich will jetzt nicht. Ja, ich habe meine. Ich habe natürlich meine Eisenstange in der Hand. Nee. Wo hast du die ganzen Sachen jetzt hergeholt? Wir haben hier ein festes System. Was auf deinem Rucksack ist, auf deinem Rucksack. Alles andere ist in deinen Händen. Ach so. Du hast jetzt hier einen fetten Stapel gerade geholt und behauptet, irgendwas davon ist in meinen Händen. Nein, das ist in meinem Rucksack. meine Schrotflinte ist natürlich in meiner Hand. Aber ich will ja eigentlich nicht mit der Schrotflinte schießen, weil die so laut ist. Kannst du die
machen? Du könntest natürlich versuchen. Waffe in der Hand. Ich sag mal, du könntest versuchen, mit dem Knauf zu schlagen. Da muss ich mal gucken, was nehmen wir. Da würde ich Nahkampfwaffen stumpf dann gelten lassen. Wo ist eigentlich meine Schrotflinte? So, mal hier nach. Oh Mann, was für. Die müsstest du aber echt noch in der Hand haben. Nils, deine Funke ist aus. Magst du mal gucken? Da, ob da irgendwas nicht stimmt. Einfach, nee, dein Funk ist aus. Nö. Also sorry Leute, wir wissen, dass man Nils gerade nicht hört. Wir machen es gerade wieder. Scheint die Batterie okay? Ja, Batterie ist alle. Ist alle? Okay, Batterien kommen sofort neue Batterien. Warten wir eine Sekunde. Pass auf, machen wir einfach Folgendes. Spielen mit euch beiden einfach mal weiter. Okay, ihr geht Richtung Mauer und ihr kommt an und leider findet ihr Sergei vor, der gerade von einem Trauernden zerfleischt wird. Ey, wir haben den doch gerade erst gerettet. Ach, der Sergei. Sergei. Wir haben doch gerade erst wird von einem Trauernden zerfleischt. Gegessen. Ja. Ja, gut, der ist schon tot, oder was? Also der scheint ihn zusammen... Also hat das jetzt damit zu tun, dass die so lange diskutiert haben? Weiß ich nicht. Ja. Ja gut, das ist... gesagt, weiß ich nicht. Das ist natürlich ärgerlich, dass der Säge jetzt zerfleischt. Also ich glaube, das habe ich da gemacht, weil die einfach... Ich glaube, irgendwie da war halt der Übergang, dass ich gemerkt habe, das nervt mich, dass die so lange... Also dass die so extrem viel OT diskutieren, während IT Zeit vergeht. So, und das hat so ein bisschen Überhand genommen, hatte ich den Eindruck. Die Teile werden immer länger und deswegen ist die Antwort darauf, ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den sterben lassen, weil die halt einfach so lange rumdiskutiert haben. So. Ja. Also Sergei ist wirklich, da braucht man keinen Arzt für sein, um zu sehen, dass da nichts mehr zu retten ist. Das ist natürlich Ihr seid noch ein Stück weg, aber ihr seht auch da definitiv das Loch in der Mauer. Das ist so eine leichte Vertiefung, führt so eine leichte Treppe runter und ist dann ein Stück, wo man nicht durchpasst. Können, so. Wir, wo man durchpasst, so. Können wir in die Mauer reinschauen und warten? Wie, also meinst du durchschauen? In das Loch der Mauer. So. Okay, ihr müsstet aber an dem Trauernden vorbei, der ist ziemlich dicht dran. Moment. An dem Trauernden, der gerade Sergei ist. Ah, du meinst, im Skript steht, weil sie Starov gerettet haben. Das kann sehr gut sein. Ich habe auf jeden Fall, da war irgendwo, haben sie zu viel Zeit verbraucht. Ich glaube, wenn sie sich um Starov kümmern, dann, keine Ahnung, dann stirbt halt Sergei. Ich glaube, das war so das Ding, sie konnten nicht beide retten. Ja, also er ist definitiv abgelenkt. Ja, so können wir da willst vorbei. Du, willst du denn nicht einen Backstein an den Kopf werfen? Ich habe dummerweise alle meine Backsteine an ihn gegeben, weil ich da das faulige Zombiebein... Wäre wahrscheinlich einer der wenigen Fälle, wo sich Aufteilen dann ja theoretisch was gebracht hätte, weil natürlich im Spiel weniger Zeit vergeht dann, ne? Aber zu uns zurückkommen, ne? Das ist völlig legitim. Ich würde auch lieber das faulige Zombiebein rumschleppen. Ja. Ja, wir wissen ja nicht, was bei euch passiert. Ich habe den Dart-Pfeil, aber was will damit machen? Da euer Quest ja obsolet ist, ist ja die logische Schlussfolgerung, das sind noch aktive Quests, ist ja wie bei Rollenspielen auch. Aber die sind natürlich, sind natürlich am Ausgang. Ja gut, sozusagen. Die können sich natürlich versuchen, alleine zu retten. Und wir retten die Welt. Das ist in Ordnung. Das ist vom moralischen Antrieb her. Ich dachte, wir warten auf euch und sichern. Wir sichern den Notausgang. Dachte ich auch. Ja. Das ist, glaube ich, der letzte Teil an dem Abend. Ne? Man merkt, jetzt werden alle müde. Wie lange haben wir da immer gespielt? Da haben wir halt auch echt immer so 5-6 Stunden gespielt. Ne? Was halt auch echt eine Ansage ist für eine Live-Sendung. Ja, also... Geht deine Funke wieder? Ich habe leider nur den Dartfall. Hoffe ich doch. Sollen wir denen helfen? Geht seine Funke wieder? Ja, ach, dass wir denen hinterherlaufen, meinst du? Ja, das kann man auch machen. Ja, dann laufen wir, also wir sehen, dass Sergei nicht mehr zu retten ist. Wir sehen, dass da der Ausgang ist, aber wir rennen natürlich zurück. Wir retten auch noch unsere Freunde. Ja, wobei man jetzt natürlich fairerweise sagen muss, ihr wisst nicht, wo die sind. Also, ihr könnt natürlich hingehen, wo ihr wart und versuchen, auch Spuren zu lesen. Ich sag's nur, er hat die Spuren gelesen. Das ist halt unlogisch, dass ihr dann auch wisst, wo die hingelaufen sind gerade. Wenn ihr da hingeht und es schafft, die Spuren zu lesen, okay. Ja, vielleicht haben die ja irgendwas kann hinterlassen, natürlich auch schief gehen. Damit wir sie finden. Ja. Nee. Zum Beispiel Nägel. Vielleicht nein. Ja, ich habe aber in die Häuserwände... Ihr habt nichts hinterlassen. Okay, ich habe Spurenlesen 2. Was hast du bei Spuren? Das ist halt auch so, dass man darüber überhaupt diskutieren muss. So, sie haben halt nicht gesagt, sie haben das gemacht. Und jetzt wollen sie mir erzählen, sie haben das gemacht. Ihr habt nicht gesagt, wir hinterlassen etwas, ich glaub, damit ich sie uns da gar finden. Nichts. Buddy wollte das sagen. Null. Ich hab ihm, aber das also ich habe Spurenlesen... Okay, das ist wieder ganz lustig. Budi wollte das sagen, aber ich habe mir das Wort abgeschnitten. Das ist schon ganz lustig. Zwei, ich versuche, die Spuren zu lesen. Erstmal müsst ihr dahin zurückkehren. Ja, sind wir ja. Wie wollte das sagen? Dauert natürlich ein Momentchen. Fomp! So, jetzt? Ihr seid wieder dran. Der Trauernde greift dich an. Du hast den ersten Schlag. Mit der Nahkampfwaffe stumpf. Was hast du auf Nahkampfwaffe stumpf? Ja, mal gucken. Denn du versuchst ihn ja mit deinem Gewehr. Also auf Humor stumpf hat er 15. Immer kritische Treffer. Gut. Irgendwo müsste da. Ich glaube, das ist. War schon das da? Erste Erwähnung des Skills Humor. Unter körperliche Talente. Jo. Motorisch? Alles motorisch? Nee, da Kampfwaffe spitz. Ja, das ist unter körperlich. Du hast auch noch eine Talentgruppe körperlich. Das ist Kampf und Waffen. Das ist geistig. Jetzt kommst du wahrscheinlich sozial, damit wir möglichst lange suchen. Und da ist körperlich. Und da ist Nahkampfwaffen stumpf. Hast du gar nichts. Aber warte, damit hast du nur deine Attacke und Parade Standardwert.
Hast du gerade ewig nachgesucht, da hast du... Nutzt Schmortschritt der damit Wahrheit. Auszuholen ist okay, aber nicht so. Sagen wir mal, Attacke minus 2. Denn du bist damit nicht geübt. Was ist deine Attacke? Ja, 12. 12 oder weniger musst du werfen. Echt? Nee, das ist Attacke Distanz. Wo ist denn? Da, 11 minus 2. 9 oder weniger, damit du triffst. Das ist ja unter 50% die Chance. Ja, das ist richtig. Soll ich werfen? Ja, ich möchte deine Bullimann elektronische Würfel GmbH. Lieb. Ja. Mach es. Jawohl. Wow. 2. Okay. Sehr gut. Warte. Kriegt richtig auf die Fresse von mir mit einem Kolben. Ich zieh dem die voll über die Seite. Okay, schaff dich auszuweichen. Würfel mal 1W6. Das ist immer so geil. Erst würfeln und wenn das Ergebnis gut ist, große Töne spucken. Plus, wenn ihm voll in die Visage, plus 6. 1W6 plus 6. Ja, wo hab ich ihn denn gehabt? Ich kann zwar hier quatschen. 4 plus 6 sind 10. Sag mal, so viel Tee kann man da überhaupt nicht trinken. Oh geil, 10. Okay, du hast Glück, das ist auf jeden Fall... Geil, Buddy kann nicht mal Tee trinken, ohne dass er gemobbt wird. Einer, der ziemlich angeschlagen ist, der geht zu Boden und rührt sich nicht mehr. Du hast ihn auf jeden Fall... Ah, das ist auch gar nicht Buddys Tee. Das ist Nils Tee, okay, dann nehme ich alles zurück. Gut getroffen. Ja, 8 Tassen Tee, bitte. Aber es taumeln noch mehr auf euch zu. Also die Action, da ist wirklich was los. Also da kommt eine ganze Menge jetzt. Okay, Das wäre für mich auch eine signifikante Verbesserung meines Lebens, wenn mir jemand Tee kochen würde. Das wäre geil. Start auf der Kämpf wahrscheinlich. Also macht es Sinn hinterher. Ihr seht es darauf nicht mal mehr. Was geht? Mhm. Also es ist echt Gemenge. Da sind viele Leute unterwegs, die versuchen gerade alle, sich ihr Leben zu retten. Da ist jetzt nicht, da sind nicht 10 Leute, da rennen Hunderte gerade rum in dem Ort. Das ist echt pures Chaos. Okay, ihr kommt an der Stelle an, wo ihr eben die anderen zurückgelassen habt. Ja, Spuren lesen, um zu gucken, wo okay, die sind. Okay, versuch's mal. Ich habe 2 auf Spuren lesen. Mhm. Das machen wir also. Dann würfel mal auf Spuren lesen, kriegst du nicht erleichtert. Wobei, Spuren lesen erleichtert, ja, weil du halt in die Richtung, du weißt ja ungefähr, in welche Richtung die gegangen sind. Das ist ja natürlich auch geil, so ein Stream-Praktikanten, der einfach nur da ist, wenn ich streame und mir dann Tee bringt. In den Momenten. Das ist der einzige Job. So, geiles Praktikum. Gibt es Streamer, die Praktikanten haben? Hat das schon mal irgendjemand irgendwo gehört? Also ernst gemeint, gibt's das? Gibt es Streamer, die Praktikanten bei sich haben? Also ich meine, wenn man eine Produktionsfirma hat, dann macht das natürlich Sinn so, aber hat doch kein Streamer einen Praktikanten. Ja, Phil Laude. Ha, aber der macht ja auch so recherchierte Videos, da macht es schon wieder irgendwie Sinn. Jetzt würde ich so individual Let's Play Streamer oder jemand wie mich, der nur Just Chatting eigentlich macht. Wobei für die Japan-Videos könnte man theoretisch einen Praktikanten haben oder für Videoproduktion, ne? Ich möchte einen Prakti haben, der mir Kaffee bringt. Was das auch für ein lausiges Praktikum wäre. Nur Kaffee oder Tee servieren in meinem Streaming-Zimmer. Als Schulpraktikum? Ja, das stimmt. Als Schulpraktikum ist das vielleicht ganz geil. Kriegst halt mit, wie so ein Stream aufgebaut ist und so. So scheiße ist das nicht. So. Ist ein Beruf, Freunde. Ist ein Beruf. Hallo, ganz ruhig. Ja, ja. Hallo. Intelligenz und Charme. Okay, Intelligenz und Charme. Weniger. Oh Gott, das war schon mal daneben. Hat er gerade die Würfel zusammen mit den M&Ms da hingelegt? Oh Gott. Das ist auch jemand lebt. Da lebt jemand gerne gefährlich. Sind wir schon mal daneben. 19 auf Intelligenz. 8 geschafft. Und 1. Ich hätte ich mal würfeln sollen für dich. Aber jetzt sind wir mal fair. Du kannst einfach nicht ausmachen, wo es hingeht. Also du siehst nicht, welche. Ich hab doch 2 von 3 geschafft. Du siehst aber nicht, welche Spuren von denen deren sind. Du kannst ausmachen, dass in eine Richtung mehr Spuren führen. Ist halt ein fairer Punkt so. Das Regelwerk ist für Anfänger frustrierend. Ich habe einfach viel drüber nachgedacht, wie mache ich, dass man sich nicht verskillen kann und wenig, wie kriege ich hin, dass Würfeln den Leuten auch noch Spaß macht. Und wenn man 2 von 3 Würfeln nicht schafft, ist das völlig normal, dass man sagt, oh Mann, warum habe ich denn das jetzt nicht geschafft? Als die andere, aber du würdest nicht beschwören, dass es deren Spuren dann sind. Kann ich es nochmal probieren? Du kannst auch nochmal probieren. Du kannst versuchen, ja. Okay. In dem Fall würde ich sagen, ja, das kannst du auch nochmal probieren. Was hast Intelligenz, du? Außer du hast jetzt 0 auf Spurensuche, dann würde ich sagen, nein. Er hat 0 auf Spuren. Naja, denn nicht. Weil du hast da wirklich nichts. Du hast keinerlei Talent dafür. Du weißt einfach gar nicht, wie das geht. Okay, dann laufen wir instinktiv einfach. Aber wenn du jetzt 1 gehabt hättest, klar, aber. Dann laufen wir einfach dahin, wo wir. Wo du denkst, dass da die meisten Spuren waren. Okay.
Ein Butler Prakti, der sein Leben hasst, wäre was für Hauke. Und Hauke nennt ihn immer bei falschem Namen. Ja, das wäre schon ein wichtiger Running Gag. Dann immer, Hermann! Hermann! Ich heiße Sabine. Ja, was tut ihr? Ja, fuck. Was also, machen wir? Ich meine, es macht keinen Sinn. Also, ja. Winterkorn wurde entführt. Wir wissen nicht, ob er wurde ja scheinbar auch gegen seinen Willen entführt. Das ist meistens bei Entführung so. Dankeschön. Ey, ich mach Bonbons in W20-Form für Rollenspieler. Ich werd reich. Ist keine so schlechte Idee. Ihr seid ein gutes Team, ich sehe schon. Ja, ich mach keinen Spaß. Alles andere nennt man gemeinsam weggehen. Ach so. Kenn ich nicht, deswegen, ja. Date. Bei mir ist alles in Entführung. Ja, also es macht keinen Sinn. Ich meine, guck mal, wir können da jetzt reinrennen und Start-off suchen irgendwie oder ausschauen nach Winterkorn halten im Chaos irgendwie. Aber, komm, scheiß auf den Corny. Das habe ich halt auch nicht so geil gelöst. Was ich hier natürlich versuche, ist auch für die, also ich versuche sie hier dazu zu bringen, selber zu einer Erkenntnis zu kommen, die ich schon habe, dass ich nämlich nie möchte, dass sie sich trennen. Und das ist natürlich immer super frustrierend für Spieler. Ich hätte ihnen hier halt irgendwas geben sollen. Das Problem ist, ich will dann natürlich auch nicht belohnen, dass sie das so spielen. So. Weil ich natürlich auch nicht möchte, dass sie sich trennen. Also wie gesagt, für alle, die das nicht mitgekriegt haben, die haben am Anfang von mir ein Briefing bekommen, in dem halt stand, bitte nicht trennen, keine Charaktere mitnehmen. Das sind so die zwei wichtigen Grundregeln. So, diese beiden Sachen bitte nicht machen, die machen die Abenteuer kaputt, das macht's für mich schwieriger und so. Also keine NPC mitnehmen. Sie versuchen beides mehrfach im Abenteuer und irgendwann ist auch der Punkt, wo ich sage, ja, mein Gott. Ich glaube, im nächsten Teil teilen sie sich auch wieder auf nach diesem. Oder es könnte sogar noch in diesem Teil sein. Das ist halt, ja, ist auch immer schwierig so, bei so Anfängern denen quasi zu zeigen, was ist gut, was ist schlecht. Ohne, dass man ihnen halt konstant den Spaß am Spiel kaputt macht. Ja, also, nee, das ist scheiße. Rette die Welt oder was? Rette den Corny, rette die Welt. Kann ich irgendwie eine Probe werfen, von wegen, dass wir wissen, welche Richtung Start-off abgehauen ist? Ihr wisst, könnte. Welche Richtung, aber es ist halt, sind einfach sau viele Leute dazwischen. Also ihr müsst kämpfen, ihr kommt da nicht kampflos das durch. Okay, dann... Das ist jetzt halt, ich... Erzähl ihnen jetzt immer mehr Hindernisse, damit sie endlich aufhören, das zu machen. So. Anstatt einfach zu sagen, ey, hier, da kommt ihr an, ihr findet Starov, der ist tot. So. Einfach, um das abzuschließen, das Ding. Dann mache ich Folgendes. Da sind Leute untrauer. Okay, lass uns folgenden Vorschlag. Wir laufen zurück, holen die Dödel. Also können wir besser kämpfen. Und wir haben ja die Karte und den Weg und die Spuren gelesen. Also ich rede jetzt hier von echt so 50 bis 60 Trauernden, die da mindestens auf dem Platz... Also ja, jetzt wird's schon albern. Ich sage immer so, übrigens, das sind so 50 bis 60. Und wenn sie gleich kommen und sagen, ja, wir gehen da trotzdem, es sind bestimmt 100, 100 Trauernde. Der Stelle Leute, sind mit da ich sag's nur, ihr könnt's versuchen. Ich sag nicht, ihr könnt's nicht schaffen. Ich sag nur, es ist viel. Vielleicht ist die Story so ausgelegt, dass man Winterkorn im späteren Verlauf der Geschichte nochmal an einem anderen Ort... Ich meine das ernst, ihr könnt's versuchen.